Okay, es geht weiter. Ach man, jetzt gönne ich mir einen Burger. Mann, oh Mann, Mann. Mann, oh Mann, Mann, das hat echt lange gedauert. Und diese Sepia ist eine gute Karte, also eine gute Fähigkeit, würde ich mal sagen. Ja, verdammt, Mann. Okay, Karten weg dann. Ach, die Maus muss weg hier. So. So, das ist gut. Jetzt gehen's einfach mal los. Warte mal, hier die erste Tür? Ja, oder? Nein, ich habe mich da geirrt. Die erste Tür war dann hier, glaube ich. War es die? Nein, es war die zweite. Die erste war dann woanders. Wo war die erste nochmal? Das muss die hier sein. Ach, ich muss echt jetzt mir einen Burger gönnen. Das habe ich mir echt jetzt richtig verdient nach dem ganzen Kämpfen. Und wie ihr seht, habe ich wieder eine Bonuskarte da wieder bekommen. Naseweiß. Hör ich mich oder sehen alle Räume jetzt gleich aus? Nein, ich war davor auch so immer. Vielleicht gehen wir einfach im Kreis. In einem Schiff. Sie war uns ja keine große Hilfe. Ich glaube, du hast sie vor den Kopf gestoßen, sondern. Naseweiß, was machst du da? Du solltest die Piraten doch nicht mitbringen. Zurück, Piraten, sonst wird das hier euer letzter Kampf. Ja, so ein Burschen, der in grünen Anzug ist, den kann man doch nicht ernst nehmen. Hallo? So einen Typen werde ich auslachen, werde ich eine Flasche umgehen in den Kopf werfen und sagen so: Hier, hast du eine grüne Flasche, passt zu deinen Klamotten. Hier. Sei doch nicht so unhilflich, wir sind keine Piraten. Wir sind nur hier, weil. Warum eigentlich? Warum sind wir hier, Sora? Woher soll ich das wissen, Donald? Goofy, was meinst du? Was weiß ich? Das sind Gautam in Ruhe. Das Gautam Essen. Okay, ich verstehe. Sora, Donald und Goofy, richtig? Piraten werden sich nicht auf ihrem eigenen Schiff verlocken. Und ihr seid witzig gekleidet. Sag gerade der Richtige, den grünen Engklamotten da. Geht das schon wieder los? Warte mal, du dachtest also, wir wären Piraten? Dann muss dies ein Piratenschiff sein? Richtig, ihr seid auf Captain Hooks gerichtetem Schiff. Wenn ihr gefangen sind, dann bist du es auch. Ich kriege keinen Unsinn. Niemand nimmt Peter Pan gefangen. Wer will das schon, so ein grünes Zwerg? Ich hatte bloß den Ball flach, bis meine Stunde kommt. Wieso, was hast du vor? Die Piraten haben meine Freundin Wendy entführt. Sie muss irgendwo auf diesem Schiff sein. Ich hatte jedoch nicht erwartet, hier so viele Wachleute anzutreffen. Ich habe Naseweiß losgeschickt, damit sie sich umsieht. Aber sie hat nur euch mitgefunden. Ich glaube, ich weiß, was Naseweiß vorhatte. Wenn wir alle genug Kraft machen, können wir die Piraten abhängen. Richtig. Bitte, was wohl denken gewesen? Tut mir leid, wenn ihr das so komisch findet, aber ich habe echt jetzt Hunger. Ich muss mir das jetzt gönnen. Was sagst du? Lass uns zusammenhalten, zumindest bis wir am Deck sind. Klar, warum nicht? Ich könnte Wendy natürlich auch alleine retten, wenn ich wollte. Aber sieht so aus, als werdet ihr ohne mich verloren. Boah, Junge, du gehst mir so schon auf die Nerven. Ja, Donald, gib ihn. Hast du denn gar keine Manieren? Sag ihm einfach, halt die Fresse und dann ist auch geklärt. So klingt das in Bremen. Wenn einer näher, sagen einfach, halt die Fresse. Du hast dir nichts zu melden. Du in deinen grünen Klamotten da. Okay. Wir müssen auch gleich zum Bonusraum. Erstmal schön kaum. Da ist sie ja. Peter Pan. Wendy, geht's dir gut? Ich bin mit meinen drei Assistenten gekommen, um dich zu retten. Ja, das würde ich auch denken. Auf geht's. Gehen wir von Bord und gucken Nimmerland. Wir werden niemals erwachsen. Was ist, wenn sie Sex haben will? Willst du sie befriedigen oder was? Du, Peter, ich muss dir was sagen. Ich möchte zurück nach London, weil ich eine Frau werden will. Was redest du denn da?
Wenn du in Nimmerland bleibst, bleibst du ewig ein Kind und jeder Tag ist ein Abenteuer. Wenn du zurück nach London gehst, wirst du aufhören, ein Kind zu sein. Du wirst erwachsen und wir werden uns nie wiedersehen. Ich weiß, Peter, aber ich möchte trotzdem nach Hause. Ich habe dich gerettet und dir ist es egal, ob du mich je wiedersehen wirst. Nein, du verstehst es nicht. Wie du meinst, ach ja, und retten kannst du dich meinetwegen selber. Pussy. Ich verschwinde nämlich. Ja, ist klar, so ein Wichser. Hey, jetzt warte doch mal. Weg ist er. Peter. Das war aber sehr ungestüm. Was machen wir jetzt? Hey, ich habe eine Idee. Warum überlegen wir uns nicht, was wir machen, wenn wir am Deck sind? Was ist das denn für eine Idee? Aber irgendwie hast du recht. Draußen erwartet uns noch eine Menge Ärger. Richtig, ich weiß auch, welcher Ärger das ist. Benny, du bleibst hier. Wir werden versuchen, sie ein wenig abzudecken. Okay, ich verstehe. Vielleicht wird Peter seine Meinung ändern und zurückkommen, wenn du hier bleibst. Ich hasse Peter. Da ist so eine. Wie kann man eine Frau alleine hier. Bei Piraten lassen, hallo? Was machen wohl diese Piraten mit der? Ach, das arme Mädchen. So. Echt geil, du bist der Sänger Blitzklinge erlernt. Gut so. Ach ja. Ich glaube, in meinem vorigen Part habe ich vergessen, die Schatzkiste zu benutzen, oder? Ich glaube, es kann sein, dass ich es vergessen habe. Oder doch benutzt habe. Wenn nicht, korrigiert mich dann. Teleport. Was ist Teleport? Ja. Blitzklinge ist klar. Teleport. Nee, die Fähigkeit werde ich niemals benutzen, weil das mit Peter Pan zu tun hat. Mogri. Mogri. Oh, zum Glück habe ich noch eine gehabt davon. Und ja, nicht ihn schlagen. Er ist ein netter Kupo. Mogri meine ich. Oh, 9. Gut so. Erstmal die verkaufen, die ich nicht brauche. Und das ist die hier. Echt nicht. Ich brauche die echt gar nicht. Sehen wir uns die mal an. Das müsste eigentlich gute sein. Ja, geht schon. Vielleicht kriege ich noch einen Cloud in Stufe 9. Kann das sein? Vielleicht. Mit Glück. Und hier. 6, 5, 2, 8. Das ist keine. Ach, das ist normale Potion. Okay. Verkaufen wir mal was. Was glitzert denn hier schön? Ja, man sieht es. Oh, ich hätte fast das verkauft. Genau, haben wir das auch erledigt. Ich will echt wissen, ob ich vorigen Part das benutzt habe. Ich hoffe schon. Ich habe keinen Bock, jetzt extra zurückzugehen und für alles. Und wir speichern mal 51. Ja, muss da auch schon rauskommen hier. Warte, wo muss ich hin? Okay, in diese obere Richtung. Ach, den Boss hasse ich so sehr. Früher habe ich immer gegen ihn von immer. Immer habe ich gegen diesen Wichser verloren. Vielleicht habe ich ja jetzt Chancen. Sehen wir uns mal an. Ach, der Boss, der jetzt kommt. Mann, oh Mann, oh Mann. Puh, das hätten wir geschafft. Da seid ihr, ihr Frischchen. Ihr Frischchen. Oh, Hock. Oh, Hock. Was fällt euch ein, euch heimlich auf Captain Hooks Schiff zu schleichen? Ihr seid bestimmt Freunde von Peter Pan. Hab ich recht? Sind wir seine Freunde? Nee, sind wir nicht. Das sah er vorhin aber gar nicht so aus. Stimmt, so schnell wie er verschwunden ist. Er hat sogar Wendy in den Stich gelassen. Sowas nennt man nicht Freund. Ich bin noch nicht fertig. Wie könnt ihr es wagen, mich zu ignorieren und euch hinter meinen Rücken zu verschwören? Ungezogene Gören, ihr steckt doch mit Peter unter einer Decke. Wenn du das sagst, wie dem auch sei, du lässt uns jetzt von Bord gehen. Und Wendy kommt mit uns. Meint ihr das? Ihr tauge nichts? Hook ist euch einen Schritt voraus. Oh, Mädchen.
Könntest du nicht wenigstens anspucken, damit der irgendwie abgelenkt ist, dass du abhauen kannst oder so? Wendy! Wendy! Wenn ihr Ärger macht, landet Wendy bei den Haien. Das würdest du nicht wagen. Doch, er würde es. Glaub mir, anders wäre es mir lieber. Ich brauche Wendy noch als Köder für diesen Peter Pan. Dann muss ich den Köder ja bloß noch schnappen, du alter Kabeljau. Kabeljau? Kabeljau ist klar. Peter! Hier bin ich, Hook. Hast du mich vermisst? Unverschämter Bengel. Heute wirst du mir büßen, dass du mir meine Hand genommen hast. Oho. Ja, tanz mal eine Runde für mich. Du hast mich zum letzten Mal zu nahe gehalten. Pah. Ich büß dich auf. Okay, ich büß dich auf. Ich musste kurz was machen. Ich habe den Kampf davor verloren gegen ihn. Ich habe da jetzt kurze Änderungen gemacht in mein Set, damit ich diesmal jetzt nicht verliere. So. Ja, fick dich doch. So, aufgeheilt. Ja, fick dich, du Verdammt. Lass dich nicht in Ruhe. Okay. Zum Glück habe ich die Nullkarten. Ja, was willst du machen? Ich hasse dich, Mann. Ich finde, der ist am schwersten. Triffst du ihn mal? So. Okay, zum Glück habe ich diese Vita reingetan. Sonst hätte ich jetzt eiskalt ab. Sonst wäre ich wieder abgekratzt. So, gewonnen. Und den Kampf, den ich verloren habe, werde ich rausschneiden. Den muss man nicht nochmal sehen. Ja, so langsam. Und Level abbekommen. Okay, geht klar. Neue Kombination gelernt. Feuersbrunst. Mushu. Ja, ich muss erstmal Mushu finden. Danke, Peter. Wir verdanken dir viel. Nun, zuerst wollte ich euch eurem Schicksal allein überlassen. Aber ich konnte nicht bloß tatenlos zusehen, als alles außer Kontrolle geriet. Allerdings habe ich euch wohl unterschätzt. Ihr habt euch wacker geschlagen. Und du, Wendy, wegen London. Bist du sicher, dass du es nicht anders überlegt hast? Peter, tut mir leid. Ich möchte wirklich nach Hause. Du bist eklig, deswegen. Das habe ich befürchtet. Jetzt, jeder wird erwachsen. Und Erwachsene vergessen alles. Erst vergisst du, wie es ist, ein Kind zu sein. Und dann wirst du mich vergessen. Nein. Wie kannst du sowas sagen, Peter? Ich werde dich niemals vergessen. Natürlich, das denkst du in diesem Moment. Aber wenn du an mich denken willst, verblassen die Bilder. Du wirst vergessen, ganz langsam, eine Erinnerung nach der anderen. Und wenn du erstmal erwachsen bist, bleibt keine Erinnerung mehr übrig. Sag das nicht. Es kommt sein Kommentar von Elke. Erinnerungen, sogar wichtige, kommen nicht zu uns zurück, wenn wir uns wünschen. Das heißt aber nicht, dass die Erinnerungen verloren sind. Es ist eher so, als ob sie schlafen. Kommt dann der richtige Auslöser, wachen die Erinnerungen. Und wir erinnern uns wieder. Die Erinnerungen tief in unseren Herzen verlassen uns nie. Dessen bin ich mir sicher. Er hat recht, Peter. Nie, was? Schon komisch, Erwachsene können mich eigentlich gar nicht sehen. Bei euch habe ich aber das Gefühl, dass es anders kommen wird. Okay. Okay, Sora, wenn du sagst, wir sehen uns wieder, dann glaube ich dir. Oh, Peter, nicht so hektisch. Lass uns gehen, Wendy. London wartet. Auf Wiedersehen, Sora. Ich bin gespannt, wie du als Erwachsener aussehen wirst. Ich hoffe mal cool. Wenn nicht, dann spiele ich dich nicht. Was ist los, Naseweiß? Okay, können wir jetzt fliegen? Oh, wir haben Karte bekommen. Das muss ein Geschenk von Peter sein. Vielleicht ist er doch nicht so ein rücksichtsloser Typ. Oh.
Noch ein Geschenk von Peter. Och, der Mogri. Ich finde das gar nicht witzig. Boah, er hat den Hund naseweiß erhalten. Er hat den Männer hochgenommen. Okay, ich muss mir das mal gleich angucken, was naseweiß alles kann. Naseweiß, die kannst du nicht heilen oder so. Okay, jetzt brauche ich ein paar Karten dazu. So. Weil ich diese Teile hier brauche. Was mache ich da eigentlich? Was mache ich da? Okay. Nochmal speichern hier. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, jetzt sehen wir mal uns an, wer jetzt als nächstes kommt. Rico, schon wieder. Nimmst du keinen Hinweis ernst? Verschwindest du? Warum denn? Du hast davor die Prügel kassiert, da musst du eigentlich verschwinden. Ich gehe erst, wenn ich dich und Namini gerettet habe. Ha, und wie kommst du darauf, dass ich gerettet werden will? Dann denk an Kairi. Auch sie will, dass du wieder wieder heimkommst. Etwa vergessen? Du vergisst doch ständig. Du solltest doch auf sie aufpassen. In Kingdom Hearts, als wir die Tür zur Dunkelheit geschlossen haben. Warte mal, er hat sie gerade an Kairi geändert? Und was mit dem Glücksbringer? Gib auf, Sora. Ich gehe nicht wieder auf die Insel. Und du wirst mich auch nicht überreden können. Es geht doch nicht nur um Kairi. Was ist mit all unseren anderen Freunden? Die kannst du haben. Ich habe diese Verlierer schon vor Jahren vergessen. Oh, was redest du denn da? Was ist mit dir, Sora? Erinnerst du dich überhaupt noch, wie sie alle aussehen? Oder alle aussahen? Natürlich, ich. Castle Oblivion, Schloss des Entfallens, hast alles vergessen. Mach dir keine Vorwürfe. Das richtet dieses Schloss mit dir an, wenn du zu lange hier bleibst. Man vergisst Nutzloses und erinnert sich zum ersten Mal an wichtige Dinge. Ich habe mich erinnert, Sora, an das, was mir am allerwichtigsten ist. Ich bleibe hier, um Namine zu beschützen. Nur das zählt. Hey, Riku. Hast du was dagegen, wenn ich dir auf die Sprünge helfe? Hä? Nein, versuch's ruhig. Oh Mann, wieso musst du gegen ihn kämpfen, verdammt. Jetzt ist er noch viel stärker. Jetzt hat er noch Kombos drauf. Ich kämpf aber wieder vor. So. Okay, das klappt. Okay, brutalo. So und so. Okay, guter Donald. Verdammt. Ja. Was? Was ist dein Problem, Digga? Oder was eher so das Problem? Ich verstehe nicht, warum er jetzt angegriffen hat. Spring nicht die ganze. Dein feine Elixier, habe ich da gerade richtig gesehen? Wieso hat er sowas und ich nicht? Gib ihn! Ja, was ist dein Problem, Mann? Ja, doppelt heilen brauchst du nicht, aber... Okay, der ist leicht. Ich bin viel schwerer in meiner Erinnerung. Und seine Angriffskarten sind auch irgendwie verstärkt, oder? Ich glaube, er benutzt auch Feindeskarten. So.
so und so und so. Das war's geklärt. Ich krieg nichts dafür? Verdammt. Gott. Schade, Sora. Ich erinnere mich an nichts. Vielleicht musst du dir noch mehr Mühe geben. Nein, Schluss jetzt. Komm, Rico, lassen wir streiten und helfen mir Namine. Was denn, wir beide? Typisch du. Immer versuchst du, dich bei mir einzuschmeicheln. Oho, Auszeit. Wo kam das denn plötzlich her? Aus meinem Mund und deiner? Hm, wahrscheinlich hast du das vergessen. Ich war dir schon immer egal. Hä? Hm. Ich lass mich von dir nicht abweisen. Oh, da ist einer, der keine Attentat gelernt. Hm, jetzt wird mal Zeit für Sora ein Amoklöffel zu werden, oder was? Was mache ich da? Attentat? Was ist ein Attentat in der Attacke? Stopp, Gravitas. Wenn mit den nächsten Gegner nicht immer erfolgreich, dann lasse ich es. Sobald du Rico hilfst, sich wieder zu erinnern, seid ihr ihm nun wieder Freunde. Rico ist so stur. War er immer schon so? Oh. Oho. Hehe, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Mach dir keine Hoffnungen. Wir sind und bleiben unbeschriebene Blätter. Aber denk nach, Namine. Du könntest doch sicher irgendwas tun. Okay. Warum? Ich verstehe das nicht. Wir wollen doch beide das Gleiche. Wir wollen beide Namine helfen. Wieso streiten wir uns dann? Ich meine, Rico und ich haben uns zwar auch schon früher in die Haare gekriegt, aber... Und wie? Je mehr ihr kämpft, desto größer eure Freundschaft. Ja, ich weiß, aber Rico sieht das wohl etwas anders. Hab Vertrauen, Sora. Ihr wart doch mal unzertrennlich, stimmt's? Du, Rico und Kai... Hä? Ja, jetzt hab ich vergessen. Und wie hieß sie doch gleich? Einfach schrecklich. Wie rasend schnell unsere Erinnerungen verschwinden. Wir müssen uns beiden, Sora. Du und Rico werden sicher bald eine Aussprache führen. Wahrscheinlich hast du recht. Schließlich waren wir drei nie getrennt. Ich, Rico und Namine. Yep, die haben Kairi vergessen. Ganz bitter. Es wäre schrecklich, Rico, dich und Namine wieder gemeinsam lachen zu sehen. Achso, es wäre schön. Quark? Komisch, ihr Name fiel mir einfach nicht mehr ein. Okay, er kann sich ein bisschen an sie erinnern. Wenigstens einer. Ach, jetzt kommt die letzte Welt. Die vorletzte, ja. Oh. Ich höre Stimmen. Wer könnte das sein? Ja, Goofy, das ist dein Schloss, was du sagtest. Ich glaube, da stimmt was nicht. Ja, das schon um das Biest. Aber Belle, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe nicht ganz. Ich bin hier, um dich zu retten. Grrr, Monster. Ich habe dich nicht darum gebeten. Abfuhr und so. Aber das ist auch völlig egal. Ich komme nicht mit dir mit. Du verschwendest bloß deine Zeit. Bist du verrückt geworden? Kannst du nur bei mir, bei dieser Hexe bleiben wollen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Und jetzt geh, bevor dich meine Fitz findet. Noch einer, der keine Abfuhr ertragen kann wie Sora. Aber Belle, warum? Ich weiß nicht, was los ist, aber ist alles in Ordnung? Sei nicht traurig, es muss einen Grund geben, weshalb sie das gesagt hat. Erspar mir dein Mitleid, wen kümmert schon ein Biest, wie ich es bin? Oh. Könnten wir doch bloß was für ihn tun. Och, Goofys Augen. Oh. Schlüssel des Anbeginns. Hallo, Bestchen. Ach, diese Welt ist nicht so riesig. Glück gehabt. Ich habe die Figuren in meiner Erinnerung. Okay, es gibt Gegner hier, die sind eklig. Ich hoffe, die zeige ich jetzt.
Keine neuen Gegner. Oh, hier sind die. Oh, wie ich die hasse. Tollwut. Was? Sag jetzt nicht, das hat nicht gerade geklappt. Okay, jetzt brauche ich so Brutalo. Ach, hier sind auch die anderen Gegner. Okay, da haben wir schon 2 von 3 gesehen. Da gibt es noch eine andere Gegnersorte. Die Weibern oder wie die heißt. Wie ich diese Riesenkolosse gehasst habe. Okay. Werden die alle viel stärker? Ach, hier sind die. Ach, ich hasse diese Gegner. Also mit stärker meine ich, dass ihre Karten viel besser sind. Oh, okay. Okay, wie viele Kämpfe kommen noch? Haben wir dann alles? Okay, dann haben wir das wirklich alles dann. Okay, in diesem Part zeige ich noch kurz, was für ein Schatz hier ist. Okay. Da gibt es nur eine Tür, geht klar. Erstmal die Mogri hier. Ach, Mann, oh Mann. Ich werde jetzt noch heute noch Kuh machen. Ja, danke. Ich finde, Puh schaffen, danach bin ich eigentlich glücklich. Geht klar. Und kriege ich was Geiles. Ey, du willst mich doch gerade verarschen. Was für beschissene Karten das waren. Leck mich, Mogri, leck mich. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt den Schatz. Diese anderen Schätze braucht man eigentlich nicht zu machen, weil es ist das gleiche, wenn ich jetzt einen normalen Schatz mache, kriege ich den gleichen Schatz wie ein bewachter Schatz oder ein falscher Schatz. Also macht keinen Sinn. Kreuzi plus. Kreuzi plus. Kreuzi plus. Kreuzi plus. Cloud Stop billige. Cloud pickt sie einen Gegner raus und verpasst einen Kreuzhieb. Achso, okay. Geht klar. Und den Save Point machen. So. Dann haben wir das eigentlich auch geklärt. Jetzt muss ich nur alle Gegner herausschalten. Und wir sehen uns hier gleich wieder im nächsten Part. Tschüss.